Es muss nicht härter gegen Linksradikalismus vorgegangen werden, da die linke Szene ja schon sehr von Repressionen überzogen wird. Und da trifft man eigentlich die Falschen. Da trifft man eben die, die sich gegen rechte Gewalt einsetzen und die da sind, wenn der Staat nicht da ist. Ach so! Es ist also falsch, härter vorzugehen, weil die linksextremen Sturmtruppen der Antifa da sind, wenn die Polizei nicht da ist und sie brutale Selbstjustiz fernab des Rechtsstaats an ihrem politischen Gegner üben und daran nur unnötig gehindert würden, wäre die Polizei da. Diese Frau findet es also schlecht, wenn die Polizei Linksextreme mehr daran hindert, linksextreme Dinge zu tun, denn die wissen es ja ohnehin schon besser. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies Unbubble, der linkeste gewinnt Welt. Ja Freunde, es ist mal wieder Zeit für Unbubble und zwar zum Thema, ob man härter gegen linken Extremismus vorgehen sollte. Dabei hat man sich wirklich Mühe gegeben, ein breites Spektrum abzubilden, denn tatsächlich diskutieren hier nicht nur Linksextreme miteinander, nein, man hat auch für die Kontraseite ein paar Linksliberale eingeladen, damit die Diskussion möglichst ausgewogen ist. Veröffentlicht hat man diese Folge, die bereits im November 23 aufgenommen wurde, jedoch erst am 3.4. dieses Jahres. Sie erklären dazu aber sehr nachvollziehbar im angepinnten Kommentar. Diese Folge wurde im November 23 aufgenommen, anlässlich der Korrektivrecherche und der damit einhergegangenen Demonstration gegen rechts erschien es uns unpassend, diese Folge am geplanten Datum zu veröffentlichen. Alter, wollen die mich eigentlich f***? Es erschien an Bubble und damit dem ÖRR unpassend, eine Diskussion zum Linksextremismus zu veröffentlichen, weil da die Korrektiv-Lügen-Kampagne und die regierungstreuen Demos gegen rechts angesagt waren. Die haben also die Veröffentlichung zurückgehalten, weil sie sich gedacht haben, sie würden damit zu viel thematische Vielfalt in den öffentlichen Diskurs einbringen und damit eventuell aus Versehen den öffentlichen Schaden an der AfD, die ja Ziel dieser Kampagne war, abmildern. Und da wundert man sich noch, warum die Leute die Öffentlich-Rechtlichen immer weniger mögen. Ist das an diesem Punkt eigentlich noch eine Verschwörungstheorie, dass es eine zentrale Absprache in den Öffentlich-Rechtlichen gegeben hat, der Korrektivkampagne möglichst viel Raum einzuräumen und Themen, die den Impact von dieser Korrektivrecherche relativieren könnten, zurückzuhalten? Ich meine, sie geben es ja förmlich in diesem Kommentar zu! Aber na gut, was wundere ich mich noch? Ich würde sagen, springen wir rein. Um es von vornherein gleich mal zu sagen, der Rechtsextremismus ist das größte Problem für unsere Demokratie. Punkt. Pause. Ja, dann ist ja super. Was für ein starker Start. Ich bekomme jetzt schon einen Kotzreiz, Alter. Das ist unser Staatsferner, Öffentlich-Rechtlicher, der sich schon im Voraus zwischen den Zeilen versucht zu rechtfertigen, dass diese Debatte überhaupt geführt wird, indem er auf der Metaebene verordnen möchte, dass trotzdem, egal wie schlimm der Linksextremismus sein sollte, der Rechtsextremismus immer noch die größte Gefahr für die Demokratie ist. Womit der Moderator, der auch gut bei Twilight mitspielen könnte, ganz staatsfern Nancy, ich schreibe für das Antifa-Magazin Feser, zitiert. Rechtsextremismus ist nach wie vor eine der größten Bedrohungen für unsere Demokratie. Ja, nicht, dass die jungen Zuschauer noch auf schlechte Gedanken kommen. Eine wissenschaftliche Metrik, nach der er zu dieser Aussage kommt, muss er nicht erwähnen. Es wird einfach als gegeben angesehen. Und ja, auf eine gewisse Art und Weise hat er auch recht, wenn wir Demokratie als Frame verstehen und dieser Frame bedeutet, dass der Linke im Raum den Ton angibt und alles, was rechts von der CDU Opposition daran üben möchte, rechtsextrem ist, ja, dann hat dieser Mann recht. Wenn auch auf eine sehr desillusionierte Art und Weise. Haben wir die Gewaltbereitschaft des linken Spektrums vielleicht unterschätzt? Oder wird dort eine ganze Szene einseitig und zu Unrecht diskreditiert? Ja, keine Ahnung. Ist es eine zu unrechte Diskreditierung der linken Szene, wenn man aufzeigt, dass die Antifa mit linken Abgeordneten wie Juliane Nagel in Leipzig zusammen unter Bannern wie Freelina und Solidarität ist der Hammer aufläuft? Weil eine Lina Engels und ihre Bande verurteilt wurde, nachdem sie mehreren politisch ihr unliebsamen Personen körperliche Gewalt mit Inkaufnahme der eventuellen Todesfolge unter Einsatz eines Hammers angetan haben? Die linke Szene feiert diese Taten. Sie geht sogar mit ihrem parlamentarischen Arm aus der Linken auf die Straße und bekundet offen ihre Solidarität mit schlimmsten Gewalttätern, die dank unserer laschen Justiz wieder auf freien Fuß kommen und die Haupttäterin sich nun zweimal pro Woche telefonisch bei der Polizei melden muss. Oh, 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 das wird ihr aber wehtun. Wo, lieber Moderator, ist die Demonstration der AfD oder ihrer Jugendorganisation, die auf die Straße geht, weil ein rechtsextremer Gewalttäter hinter Gitter kommt? Die Antwort ist, es gibt diese Demos nicht, weil man eben nichts mit extremen
Extremismus der rechten Seite zu tun haben möchte. Eine der Diskutanten ist übrigens Bettina Wilpert anhand ihres Ponys, je kürzer, desto extremer. Weiß ich jetzt schon, welche Position sie einnehmen wird, aber hören wir erstmal an, was sie uns zu sagen hat. Die gute Betty. Es muss nicht härter gegen Linksradikalismus vorgegangen werden, da die linke Szene ja schon sehr von Repressionen überzogen wird und da trifft man eigentlich die Falschen. Da trifft man eben die, die sich gegen rechte Gewalt einsetzen und die da sind, wenn der Staat nicht da ist. Ach so! Es ist also falsch, härter vorzugehen, weil die linksextremen Sturmtruppen der Antifa da sind, wenn die Polizei nicht da ist und sie brutale Selbstjustiz fernab des Rechtsstaats an ihrem politischen Gegner üben und daran nur unnötig gehindert würden, wäre die Polizei da. Diese Frau findet es also schlecht, wenn die Polizei Linksextreme mehr daran hindert, linksextreme Dinge zu tun, denn die wissen es ja ohnehin schon besser. Man stelle sich vor, in einer Diskussion über Rechtsextremismus in den Öffentlich-Rechtlichen würde sich eine der Seiten in dieser Art und Weise äußern. Nancy Faeser würde verkünden, dass der ÖRR die größte Gefahr für die Demokratie ist. Aber keine Sorge, meine Freunde, um das breite Meinungsspektrum abzubilden, hat man zum Glück auch einen waschechten Anarchisten eingeladen, der jegliche Form von Staatsgewalt ablehnt. Ich weiß sowieso nicht, warum man ihn eingeladen hat. Er möchte ja gar keine staatliche Gewalt. Daher wird seine Position sowieso sein. Hä, lass die Leute doch machen, was sie wollen. Wenn der Staat das kann, können wir das doch auch und so. Welchen Mehrwert liefert dieser Mann in dieser Diskussion? Egal, lassen wir ihn einmal reden. Ich bin Anarchist. Ich möchte also eine möglichst herrschaftsfreie Gesellschaft haben, was die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Politik und so weiter angeht. Und demokratischer geht's eigentlich gar nicht. Ja, Alter, wenn du aber eine herrschaftsfreie Gesellschaft haben möchtest, warum sollte es dann in einer anarchistischen Gesellschaft überhaupt demokratische Wahlen geben, wenn die Leute doch sowieso staatliche Herrschaft ablehnen? Und inwiefern ist das dann das Demokratischste überhaupt? Na, keine Ahnung, ich glaube, ich bin noch nicht weit genug für diesen Mann. Es gab in den letzten Jahren und paar Jahrzehnten einen massiven Rechtsruck in der Politik. Ja, was ja auch based ist, Kollege. Während 16 Jahre Merkel, die als CDUlerin die wahrscheinlich linkesten Entscheidungen im Land seit der Wende getroffen hat und damit Deutschland ins multikulturelle Balkanisierungschaos geworfen hat, mit zwei Gruppen pro Tag und derselbe Kurs von der linken Ampeleinheitsfront weitergeführt wurde, sodass Deutschland zu so einer geisteskranken Realsatire geworden ist, dass ich mittlerweile einen Frauenquotenplatz als Mann besetzen kann, sofern ich vorher zum Amt gehe und mich einfach umtragen lasse. Während in Hamburg Demonstrationen für die Errichtung eines Kalifats stattfinden. Im Hinblick auf diese Entwicklungen wurde das mit dem Rechtsruck auch Zeit, weil die Leute auf diese Entwicklungen keinen Bock mehr haben. Und das zieht nach sich, dass relativ normale, brave Positionen inzwischen als sehr links wahrgenommen werden. Und man braucht diesen Feind links, deswegen schlägt man jetzt auf Leute ein, die gar nicht so radikal sind, wie das oft den Anschein hat. Sagt euch der jegliche Staatsgewalt ablehnende, bekennende Anarchist. Sieht er sich selbst wohl auch als einen ganz braven Linken an? Ich meine, hier muss man ehrlich sein, hier sehen wir das klassische Merkmal eines Radikalen. Dem Gegner vorwerfen, was man selbst tut. Absolut verrückte, radikale Positionen der Linken wurden längst so weit normalisiert, dass wir sie in Form des Selbstbestimmungsgesetzes offiziell verabschiedet haben und damit Leute mit 10.000 Euro Strafe maßregeln werden, sofern sie objektive biologische Realitäten auszusprechen wagen. Wir haben in diesem Jahr Gesetze verabschiedet, die dich mit Geldstrafen belegen, wenn du objektive Realitäten aussprichst, die ihrer Ideologie widersprechen. Und du redest davon, das Auwartenfenster wäre nach rechts gerückt. Alter, ist das verrückt, Mann. Aber kommen wir mal zum konservativen Ausgleich in dieser Debatte, zur Kontraseite in dieser Diskussion. Also die Seite, die der Meinung sein sollte, sich härter gegen Linksextremismus durchzusetzen. Hier hören wir Jennifer Wilton, die Chefredakteurin der Welt, ein Medium, das für mich klar im Team CDU und FDP anzusiedeln ist. Ich denke, es gibt eine Tendenz dazu, Linksextremismus mehr zu verharmlosen als Rechtsextremismus. Ja, da stimme ich ihr tatsächlich zu, weil sie ja im Grunde genommen im Mainstream als die sogenannten Guten wahrgenommen werden, die halt nur etwas über das Ziel hinausschießen. Weil ja Linksextremismus auch aus der Antifa-Bewegung kommt und Antifaschisten, das sind wir ja irgendwie auch alle ein bisschen. Oh mein Gott! Selbst die Kontraseite sagt von sich, sie sei Antifa und nein, dieser Begriff hat nichts damit zu tun, dass man gegen Faschismus ist. Er bedeutet nur, dass man gegen alles ist, was rechts
der SPD an politischen Meinungen geäußert wird. Der Name ist lediglich ein positiver Frame, den man sich selbst aufstülpt, um zu behaupten, man übe seine Gewalt ja nur aus, um uns vor dem nächsten Diktator zu bewahren. Dabei heißt Antifa, für die Regierung und ihr faschistisches Corona-Regime auf die Straße zu gehen, mit Flaggen, die kundtun Pandemie und trotzdem da, durchgeimpfte Antifa oder wir impfen euch alle. Was ist eigentlich antifaschistisch daran, in Gegendemonstration organisiert gegen die vorzugehen, die sich für ihre Grundrechte und für ihre körperliche Selbstbestimmung in der Corona-Zeit stark gemacht haben? Mal ein kleiner Gedanke, was sagt das eigentlich über unsere Regierung aus, wenn die linksautonome Szene für die Ziele der Regierung auf der Straße demonstriert? Man könnte das ewig weiterführen, aber ich denke, es sollte klar sein, wie verlogen allgemein dieser Name ist. Hier rechtfertigt das linke Ziel alle Mittel, denen sich der buchstäbliche Faschismus bedienen würde, um seine Gegner zu bekämpfen. Zum Glück haben wir auf der Kontraseite aber noch den Pressesprecher der Polizeigewerkschaft GdP Berlin, Benjamin Jendrow. Er müsste ja hier eigentlich um einiges stabiler als die anderen auftreten, denn seine Kollegen bekommen ja die antifaschistischen Steine gegen den Helm geworfen. Ich glaube, alleine aufgrund unserer historischen Verantwortung sollten wir alle links sein, aber wir müssen eben doch aufpassen und darum geht es eben auch, wenn wir diese Debatte führen, ist nicht alles, was rechts ist, automatisch schlimm. Alter! Dieser Mann kann auch nur in Schwarz und Weiß denken, sehr cool. Also erstmal muss er klar machen, ich bin einer von euch, alles in Ordnung, ne? Ich bin auch links. Und zum anderen, was ist das für ein Demokratieverständnis? Jetzt hat also jeder, der eine Partei rechts der SPD wählt, gegen seine sogenannte historische Verantwortung verstoßen oder was? Aufgrund unserer historischen Verantwortung sollten wir alle links sein. In dieser Denke müsste ja auch der Russe aus historischer Verantwortung rechts sein, weil das kommunistische Regime unter Stalin von linker Utopie-Ideologie geprägt war. Oder gehört beides zu einer Demokratie dazu, links und rechts. Naja, offenbar nicht zu eurer Demokratie. Leute, ihr merkt, immer wieder wird uns bestätigt, Demokratie bedeutet nicht mehr, als dass alles links ist. Der Linksextremismus wird dann immer bagatellisiert, wird dargestellt als etwas Gutes im Vergleich zum Rechtsextremismus. Für uns als Gewerkschaft der Polizei gibt es weder guten noch schlechten Extremismus. Ja, selbst das ist eine denkbar schwache Position. Extremismus ist kategorisch abzulehnen und immer schlecht. Weil er bedeutet, der politische Gegner bekommt außerparlamentarisch, wenn man schon nicht sein Leben zerstören kann, zumindest was auf die Omme, weil seine Meinung nicht gefällt. Hier steht ein Sprecher der Polizeigewerkschaft vor uns und selbst er bekommt nicht über die Lippen, dass Extremismus schlecht ist. Für uns als Gewerkschaft der Polizei gibt es weder guten noch schlechten Extremismus. Kommen wir doch noch einmal zurück zu Bettina Wilpert. Diese Extremismustheorie auch nicht fassen kann, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, weil das auch schon öfter gefallen ist, die Mitte. Es gibt auch Bedrohungen aus der Mitte für die Demokratie, beispielsweise, dass die CDU in Thüringen mit der AfD abgestimmt hat, ist so ein ganz klares Beispiel dafür. Hä? Geht es nicht um Linksextremismus und ob man härter gegen ihn vorgehen muss? Jetzt schwurbelt diese Dame schon daher, dass die CDU eine Gefahr aus der Mitte für die Demokratie darstellt, weil sie sich erdreistet hat, mit der AfD abzustimmen. Erneut eine Bestätigung meiner These. Demokratie ist also nur, wenn linke Parteien mit anderen linken Parteien zusammen Dinge entscheiden. Inwiefern das gemeinsame Abstimmen der CDU und der AfD für das Durchsetzen der Senkung der Grunderwerbssteuer nun eine Gefahr für die Demokratie darstellt, ist doch einfach zu erklären. Also, wenn man durchgedreht ist wie diese Dame. Es ist schlecht, weil die Falschen Gutes durchgesetzt haben und das schadet dem Narrativ, sie wollen die Demokratie beenden. Ja, Freunde, so denkt diese Dame. Aber sie hat noch einen weiteren Schwachsinnsbeleg dafür, dass der Rechtsextremismus, um den es gar nicht geht, die größte Gefahr ist. Oder die Mitte-Studie, dass es eben immer weiter verbreitet ist, dass rechtsextremistische Meinungen immer weiter in die Mitte ankommen. Ich glaube, man kann eben nicht nur in diesen Polen denken, sondern man muss einfach die gesamte Gesellschaft sehen und nicht so nur das eine, nur das andere. Die Mitte-Studie, zu der ich bereits ein Video gemacht habe, ist eine Quelle, die man sich selbst durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, der parteinahen Stiftung der SPD, geschaffen hat. Ich mache es mal ganz kurz. Das Studiendesign kann nur absolut wertlos und für die Tonne sein, wenn deine Studie herausfindet, dass sogar 8% der SPD-Wähler ein manifest rechtsextremes Weltbild vertreten. Diese Studie ist einfach nur zum Kaputtlachen. Kommen wir noch einmal zu einem bemerkenswerten Take von Frau Bettina Wilpert. Sie wird uns jetzt die Antwort geben, warum sich linke Jugendliche zum Extremismus hin radikalisieren. Also das kommt ja nicht von irgendwoher, warum sich Leute radikalisieren. Da steht ja oft, also klar kann es auch sein, dass die irgendwie das tun, was der große Bruder macht oder so. Aber oft stehen ja vorher zum Beispiel auch Repressionserfahrungen.
Ach so, Repressionserfahrungen. Welche Art von Repression erfahren denn Menschen, die sich dem linken politischen Spektrum zuordnen? Um ein Beispiel zu bringen, es gab ja eben diesen Tag X, den 3. Juni in Leipzig, also diese Großdemo, die dann verboten wurde nach dem Urteil gegen Lina E. und die anderen. Und da gab es ja diesen großen Kessel, wo einfach 1000 Leute über Stunden bis 5 Uhr morgens eingekesselt wurden. Und ich glaube, dass so eine Repressionserfahrung, die macht dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass man danach denkt, hey, die Polizei ist toll, der Staat ist toll. Also das heißt, man muss es schon auch immer in dem Kontext sehen, woher diese Meinungen auch kommen. Okay, es geht also um den Polizeikessel von der Tag-X-Demo, sehr friedlicher Name für eine friedliche Demonstration, bei dem 500 Menschen eingekesselt wurden, nach schweren Ausschreitungen. Bei dieser Demonstration im Leipziger Süden wurden Steine, Flaschen und ein Brandsatz auf Polizisten geworfen und mehrere Beamten wurden verletzt. Daraufhin hat die Polizei einen Teil der Demonstranten eingekesselt. So sahen einige Demonstranten in diesem Polizeikessel aus und ich mutmaße mal anhand des Outfits in schwarzer Blockoptik, um in seiner Gewaltbereitschaft schnell in die Anonymität der Masse zurückzukehren, hat man da nicht komplett die Falschen getroffen. Darunter waren aber auch unter anderem ein paar Minderjährige, die auch bis in die frühen Morgenstunden festgesetzt worden sind. Man hatte diese Leute also eingekesselt, um ihre Personalien aufzunehmen, was bei 500 Leuten durchaus mal ein bisschen dauern kann, vor allem wenn gewaltbereite Linksextreme unter ihnen sind. Und dass diese Menschen, die teilweise auch minderjährig waren, die aber trotzdem bei so einer Demonstration mitlaufen, bei der Steine und Brandsätze auf Polizisten fliegen, relativ lange festgesetzt worden sind, ist für sie eine Rechtfertigung dafür, dass sich diese Menschen in Teilen durch diesen Polizeikessel radikalisieren und gewaltbereiter wären. Ihre Meinung also kurz zusammengefasst, dass die Polizei potenziell linksextreme Gewalttäter auf einer gewalttätigen Demonstration einkesselt und darunter vielleicht den ein oder anderen Unschuldigen mit eingekesselt hat, ist Grund dafür, dass sich junge Menschen radikalisieren. Dass die Polizei durchgreift auf einer gewalttätigen Demonstration, ist Grund dafür, dass Jugendliche zu Linksextremisten werden. Ach so, was sagt denn unser Lieblingsanarcho Peter Seifert zur Gewalt durch Linksextreme? Ich heiße das auch nicht gut, wenn Leute auf Polizisten Steine vom Dach runterschmeißen. Aber umgekehrt finde ich es auch nicht gut, wenn Gewalt ausgeübt wird, die legal ist. Also das ist jetzt ein bisschen so, dass ich von eurer Seite hier ein bisschen höre, wie so Gewalt ist ganz schlimm, aber eigentlich ist das ziemlich doppelmoralisch, weil ihr befürwortet doch Gewalt. Nur halt nicht illegale Gewalt, sondern legale Gewalt. Ach, können wir uns alle nicht einfach so darauf einigen, nicht gewalttätig zu sein? Weder der Staat, noch die Polizei, noch irgendwelche Extremisten, können wir uns da nicht einfach drauf einigen und dann im anarchischen Utopia aufgehen? Wäre das nicht schön, wenn das nicht komplett an der Realität vorbeigehen würde? Was machen wir denn, Herr Seifert? Wenn sich zum Beispiel Linksextreme nicht an diese Absprache halten, dass wir nicht gewalttätig miteinander sein wollen. Was folgt dann daraus? Lässt man die Leute einfach gewähren und sagt sich dann, naja, aber ich war es ja nicht? Oder sollte da an dieser Stelle ein Staat intervenieren und diese Gewalt auf der Straße, die von den Demonstranten zum Beispiel ausgeht, eindämmen und verhindern? All unsere Gesetze, all unsere Werte und Normen, die unter anderem in Gesetzesform niedergeschrieben sind, haben keinen Wert und keine Bedeutung für die Menschen, wenn dahinter keine Exekutive steht, die diese Gesetze durchsetzt. Sein grundsätzliches Problem mit diesem System scheint zu sein, dass es überhaupt so etwas wie Gesetze gibt und eine Exekutive, die diese durchsetzt. Wenn wir keinen Staat haben, der verschiedene Formen der Gewalt als illegal erklärt, dann ist ja jede Art von Gewalt legal, weil sie ja auch keiner verfolgt. Wie kannst du mir, lieber Peter, in deiner Logik glaubhaft erklären, dass in der gesetzlosen Weltordnung, in der du leben möchtest, Gewalt auf einmal auf magische Art und Weise keine Rolle mehr spielt, weil es keine Gesetze gibt, die diese Gewalt bestrafen? Der Linksextremismus ist deswegen, insbesondere für euch, glaube ich, schlimm, weil er, sofern er gewalttätig wird, was es sehr viel weniger tut als die Rechten, in die falsche Richtung die Gewalt macht. Das ist eine Gewalt von unten nach oben. Und was ihr aber gut heißt, ist die Gewalt von oben nach unten, hinter der der Gesetzgeber steht, der das legalisiert. Peter, das ist ein ausgebranntes Auto von der Leipzig-Tag-X-Demonstration. Angezündet von Linksextremisten. War das Gewalt von unten nach oben gegen den Staat oder Gewalt gegen unbeteiligte Bürger? Okay, wir haben alle verstanden, du möchtest keinen Staat. Du möchtest einfach keinen Staat. Aber du kannst uns auch keine Garantien dafür liefern, dass nicht in einem staatenlosen System eben diese Gewalt und das Recht des Stärkeren das neue Gesetz stellen wird. Jeder, der meinen YouTube-Kanal kennt, weiß, dass ich einige unserer Gesetze kritisiere.
kritisiere. Da gibt es auch genug zu kritisieren, aber nicht, dass so etwas wie Körperverletzung strafbar ist. In seiner Gesellschaft würde diese nicht einmal geahndet werden, weil es keinen Staat gibt, der diese ahndet. In seiner Gesellschaft kann niemand die Polizei rufen, wenn bei jemandem eingebrochen wurde. Grundsätzlich, bei all der Kritik, tragen unsere Gesetze zu unserem zivilisatorischen Zusammenleben bei und dass wir uns nicht einfach die Rübe einhauen, wenn mir die Meinung von jemand anderem nicht gefällt. Aber jetzt mal im Ernst, so verstrahlt wie auch interessant ich die Einlassung von diesem Herrn finde. Was macht er überhaupt in einer Diskussion darüber, ob man mehr gegen Linksextremismus vorgehen sollte, wenn er die Organe, die dagegen vorgehen könnten, kategorisch ablehnt, sowie den Staat, der diese Organe kontrolliert? Wie kann es sein, dass ein absoluter Anarcho, der den Staat als solchen ablehnt, in so einer Diskussion spricht und kein AfDler? Wie kann es sein, dass die Gegenseite in dieser Diskussion aus einem Haufen Linksliberaler besteht? Und die andere Seite aus Antifas und Anarchophilosophen. Naja, das ist relativ einfach. Genau das ist der Debattenraum, den sich der Öffentlich-Rechtliche für euch vorstellt. Eine Seite sagt, links sein ist Teil unserer historischen Verantwortung. Und die andere Seite sagt, wir wollen vielleicht gar keinen Staat. 18,36 Euro, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, springen wir ein bisschen in der Sendung und zwar zum Konsensvorschlag der linksradikalen Seite. Wie gesagt, es geht in dieser Diskussion darum, ob man härter gegen Linksextremismus vorgehen sollte. Schaut mal, wie viel Antwort auf diese Frage in Ihrem Konsensvorschlag vorhanden ist. Wer würde gerne anfangen? Habt ihr Präferenz? Fangen wir mal mit den Gelben an. Ihr steht schon ein bisschen weiter vorne. Ja. Okay, was ist euer Vorschlag? Wir haben sozusagen zwei Vorschläge, die aber auch Hand in Hand gehen. Und der eine ist, dass mehr Menschen für Antifaschismus auf die Straße gehen müssen, sich gegen Faschismus wehren müssen. Und dann hat man eben auch nicht mehr so eine kleine Gruppe, die das Gefühl hat, sie müssen das tun. Punkt 1, ja. Hä? Das ist also die Antwort auf die Frage, ob wir stärker gegen Linksextremismus vorgehen sollten? Einfach noch mehr Leute auf die Straße bringen, die für sogenannten Antifaschismus demonstrieren? Weil aufgrund dieser Tatsache weniger Leute in ihren Augen der Meinung wären, diesen Kampf mit Gewaltmitteln zu führen, weil ja noch mehr Leute für linksideologische Ziele aufmarschieren? Helft mir bitte in den Kommentaren weiter, meine lieben Freunde. Ich verstehe nicht im Entferntesten, inwiefern das irgendetwas mit dem Vorgehen gegen Extremismus zu tun hat. Das ist Punkt 1 und der zweite Punkt ist, weil wir viel über Polizei, Gewalt gegen Polizei und auch Gewalt der Polizei gegen andere gesprochen haben, ist, es braucht eine unabhängige Untersuchungskommission, dass eben nicht von der Polizei heraus diese Gewalttaten untersucht werden, sondern von einem unabhängigen Gremium, genau, was eben nicht die Polizei ist. Okay, und das ist der zweite Teil der Konsensfindung. Die zweite Antwort auf die Frage, ob wir härter gegen Linksextremismus vorgehen sollten, ist, dass wir eine weitere Behörde brauchen, die gegen die Polizei vorgeht. Weil wir ja schon vorher durch diese linksradikale Seite in dieser Diskussion etabliert haben, dass eben die Polizei daran schuld ist, dass Leute sich linksextrem radikalisieren. Konsensfindung im Öffentlich-Rechtlichen. Okay, ihr seid in Teilen nach vorne gegangen. Der Kompromissvorschlag hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was habt ihr für einen? Ja, da sind wir doch mal gespannt. Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, worauf wir uns ja im Prinzip hier auch schon geeinigt haben, dass man Gespräche führen und auch ausweiten muss, wo man wirklich dann mal sagt, ein Polizist, ein Aussteiger, wie hat es formuliert, also Leute, die wirklich mittendrin waren. Regelmäßige Gesprächsreise mit Einbeziehung aller Beteiligten. Würdet ihr sagen, guter Vorschlag? Ach ja, ich meine, kann man ja mal machen. Okay, und das ist der Kompromissvorschlag der linksliberalen Seite. Nicht, dass man härter gegen Linksextremismus vorgehen sollte, sondern dass Beteiligte miteinander mehr reden sollen. Also, dass in so einer Gesprächsrunde Linksextremer mit einem Polizisten redet. Und dadurch wird dann härter vorgegangen gegen linken Extremismus. Genau. Ja, und das war ein Bubble. Die eine Seite ist der Meinung, man muss die Polizei stärker kontrollieren und es müssen noch mehr Leute für linke Ideologie auf die Straße. Während die Kontraseite der Meinung ist, naja, Linksextreme und Polizei könnten ja mal in Gesprächsformaten miteinander sprechen. Also um es kurz zu machen, beide sind der absoluten Meinung, man sollte nicht härter gegen Linksextremismus vorgehen. Stellt euch so eine Diskussion mal mit dem Themenbereich Rechtsextremismus in den Öffentlich-Rechtlichen vor. Absolut lächerlich. Schön, dass ich auch dafür meinen Beitrag zahlen durfte. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, mir reicht es, wenn euch meine Analysen von zum Beispiel solchen Formaten gefallen, dann seid doch so lieb, lasst hier ein Abo da, schreibt gerne einen Kommentar, auch gerne mit Kritik. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, nehmt gerne eine Kanalmitgliedschaft an und sich ein bisschen schwachsinnige Diskussionsformate in den Öffentlich-Rechtlichen reinzuziehen, bei denen noch nicht mal die wirkliche Gegenseite eingeladen wird, schadet nie und fuck PC.